Also tatsächlich haben sich die Spiele mehr und mehr kommerzialisiert. Das wird an diesen Schlaglichtern Sochi, wo man sozusagen etwas in den grünen Wald reingesetzt hat, sehr viel Naturverbrauch. Natürlich gibt es da auch viel Natur. London war dann immer, dass sozusagen gentrifiziert wurde, bestimmte Stadtteile völlig umgestaltet wurden. Und tatsächlich ist das, glaube ich, ein großes ethisches Thema, mit dem sich der Leistungssport auseinandersetzen muss. Wozu ist der Sport eigentlich da? Wir sagen immer Völkerverständigung, aber irgendwie haben die Menschen das Gefühl, der ist dafür da, große Konzerne reich zu machen oder gar den IOC.